Hallo und herzlich willkommen hier zur Wochenfolge hier bei LS19. Karte Ingo und Thüringen, Mission 3.101. Ja, heute geht es noch einen Rest bis 11 Uhr. Bäume an den Kragen. Dann werde ich schlafen. Und dann mal schauen, ob dann das Getreide reif ist. Und dann geht es nur darum, den Rest zu verkaufen. Ein Hackschnitzel. Und dann werden alle Fahrzeuge für Feldnummero 10 geschickt. Beziehungsweise ich programmiere gleich mal das Abfahren ein. Dann die Drescher programmieren natürlich und vorbereiten, dass sie da beginnen mit der Ernte. Aber noch nicht beginnen an sich, weil die Folge ist dann auch fast damit durch, ne? Also in Anführungszeichen. Das wäre ja unsinnig, wenn wir jetzt hier anfangen würden und wir gleich mit, oh ja, schön, der nächste kommt, anfangen würden und dann ist es Schluss. Und ich müsste die Woche darauf wieder entsprechend alles wieder einstellen. Das wäre ein bisschen unsinnig, Anführungszeichen. Das lohnt sich dann nicht, ne? So kann ich das entsprechend speichern. Nächstes Mal und dann voll ausreizen, ne? Feld 10 und Feld Nummer 37, wenn mich alles täuscht. Detail drauf. Im Winter werden wir hier fleißig Bäume pflanzen. Die ersten. So, wo ist er? Als war, beziehungsweise wir fräsen Duppen weg. Das muss ja auch gemacht werden, ne? Weg mal ab. Da? Nö. Nö, nicht da. Ich habe noch nie so schnell den Wald abgeholzt, ne? Und weggefahren. Naja, hier sind ein paar Dinger, ne? Aber der Fahrer ist da. Das ist gut. Ja, wieder dunkel, ne? Obwohl Sommer ist, ja klar. Sommer ist wieder früher länger hell und früher länger hell und später hell. Quatsch. Das sind gut 8 Folgen zu merken. Also es wird später dunkel und es wird früher hell. Das ist nicht so schwierig, ne? Wie gesagt, heute habe ich meine ganzen Folgen fertig. Und morgen werde ich dann bearbeiten. Und auch hochladen, ne? Das ist ja auch so. Was so keiner sieht, ne? Aber das ist okay. Ich hab's mal so eingefädelt, ne? Ich habe anfangs auch gedacht, dann schalt's ein, hochladen und fertig, ne? Wird schon einer gucken, ne?
Nee, nee. Das ist nicht so. Aber gut, das ist eine Erfahrung. Ne? Und den machen wir nicht mehr voll. Junge, das wird nichts mehr. Aber die können hier gerne stehen bleiben. Denn falls doch morgen das Feld 10 reif sein sollte, dann können die da gleich beginnen. Ich werde auch nächstes Mal schauen, dass ich hier... Bis wann kann ich Raps aussehen? Ich glaube bis Anfang... 3 Tage im Herbst, glaube ich. Laut Seasons. Daher 9 Tage Spiel sind es 3 Tage. Nächste. Den machen wir noch voll den einen und dann geht das in die Haier. Dann kommt das genau hin mit der Zeit und können dann sehen, die können ja ruhig fahren, das macht ja nichts. Das ist nicht tragisch. In den Speicher, da muss ich es eh wieder einstellen. Ne? Die ist dann wieder leer. Aus. Nein. Die Fräse soll sich nicht entleeren. Okay, Licht aus. Mal vorne wieder hoch. Licht aus. Aus. Und ich gehe jetzt zum Schlafen in meine kleinen Container. Im Wachstum gedüngt 100%, Fläche 4,7 Hektar. Ja, den Kühen geht's gut. Fleißig. Ja, haben wir 22.40 Uhr. Das war ein langer Arbeitstag. Aber da muss nicht gepflügt werden. Das ist ein Rand, eine Ecke, wo nicht gepflügt wurde. Und hier ist Chaos. Ich habe mal Terraform mitgemacht hier und da war das passiert. So, wir hatten es kurz vor 11 bis 7. 6 Stunden, 8, 9. BGH, gut, hat nicht so viel eingenommen, weil ich nicht mehr voll gemacht habe. Es ist Sommer und es ist feucht, ne? Gestern mal trocken. So, was sagt der Greifegrad? Für Gerste vor allen Dingen. Ist noch nicht reif. Ich drehe durch. Und vielleicht kommt das halt noch. Gedüngt. Gut, dann fahren wir den los. Ja. Also hier hat er die bis fertig. Bei Gras oder allgemein bei Frucht und so, da hat er zu tun, der Computer, ne? Weil da muss er alles darstellen. Müsste er noch ein bisschen fahren können. Und vielleicht kommt auch noch ein bisschen Wachstum durch. Auf jeden Fall. So. Gut, ich gehe mal rüber. Guck mal die Kühe an, ne? Ob ich. Er füttert gerade. Geht da rein, ne? Basilage.
frei. Geht nicht rein. Dann nimmt er nur normale Grassilage. Dann nimmt er auch Luzern und da ist Heu. Gras. Blicke nicht ganz durch. Ob sich da das Mischverhältnis sich ändert, ne? Luzerne, Silage, geht einen anderen rein. Oh, doch. Silage. Dann habe ich die auch weg. Beziehungsweise verarbeitet, ne? Da wo Stroh ist, geht auch Silage rein von Klee und Luzerne. Aber frage nicht warum. So, haben wir noch Gras? Nee. Gut. Da wo Stroh ist, ist eigentlich voll. So. Komm nicht rein jetzt. Zeige Unternehmen global. Ich weiß so hoch, tief. Normalerweise R. Gut, das nächste Mal halt, ne? Was sagt denn Anzeigemenü? Alt S bei Klee Luzerne Lage geht auch was rein, okay. Klee Heu, Klee Heu, Klee Luzerne Heu, Heupellets. Gut, das haben wir nicht. Heupellets könnte man vielleicht damit reintun. Das eine ist ja Grassilage, ist klar. Gesundheit der Tiere. Oh, 40%. Warum? Das sind alles Kälber, bist du wahnsinnig? 40%! Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Geht auch nicht. Guck mal einen anderen Stall an. Ich meine, gut, dann, ja, dann denke ich mal, ich das noch, aber. Tankstelle. Ah, das geht auch nicht. Ah, okay. Das ist irgendwas blockiert. Ah! Ich war schon mal blockiert. Jetzt geht irgendein Bildschirm raus, das ist nicht gut. Das dauert ein bisschen.
gucken. So. Ich weiß, wo das liegt. An unser Abfahrer hier. Ich muss immer alle mal entlassen. Dann blockieren sie auch den ganzen Punkt. Aber wieso die Kühe nur 40% Gesundheit haben, ist ein Dick. Weiß ich gar nicht warum. Das ist mir schleierhaft. Wo ist der Anfahrer überhaupt? Na, das muss jetzt nicht sein. Also, jetzt wird Zeit. Oh, jetzt kommt eine Fehlermeldung. Und globalen Markt. Ah, das wollte ich auch noch machen, siehst du? Wir suchen das Getreide AG. Mal ganz kurz hier. Wo genau ist einer? Da fährt noch einer. So. Jetzt geht's. Ja, fast 1 Million, ne? Gut, Vermögen haben wir Geld verdient. So, guck mal die Kühe nach. Ach, Kühe. Warum geht's denen so schlecht? 40%. Das ist ja wieder mal dicht am Tod, ne? Gut, Wasser läuft. Weil liegt es daran, ne, dass wir zu wenig Wasser haben. Probieren können wir es jedenfalls. Dann durch Schweinestall. Da wollte ich auch noch was machen, aber wie gesagt, das muss eine Schweinestall, also eher Schafe eher. Aber zum Herbst, ne? Immer ganz stark, dass der noch den Wachstum durchgeht. Guck mal hier nach bei den Kühen, wie es aussieht. Alt S. Gesundheit 68, wird besser. Ist auch ein Futterlicht. Hier muss geputzt werden, ne? Also guck, der Strom, das kribbelt, ne? Ja, kurz putzen und abwarten, was Wasser so ergibt, ne? Und hier ist auch kein Dreck zu sehen, ne? Doch ein bisschen. Gleich mal Futter geben. Bei den anderen Stall können wir nicht reinigen, das ist ganz komisch. Gut. Fertig. Reif? Nee, noch nicht reif. Vielleicht kommt der Wachstum noch durch, weiß nicht, aber ich glaube eher nicht. Ja, mal schauen. Lu fährt noch ein bisschen. Ja, Wasser läuft. Dann lasse ich noch laufen. So, Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Dann sag mal tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter, hier in Thüringen. Jo, guck mal, die Kühe machen, ne? Kann ja nicht sein. Jo, tschüss, ciao, ciao. Noch einen schönen Restsonntag. Ja, morgen am Montag geht's weiter mit wieder neuen Abenteuern. Tschüss. Ein mottiges Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.